Hallo und herzlich willkommen auf dem Dachboden. Also fast, ihr seid ja noch unten und ich dachte, ich nutze mal die Gelegenheit, um zum Volke zu sprechen. Seit hier diese tolle Empore mir zur Verfügung steht, habe ich das Bedürfnis, hier oben zum Volk zu sprechen. Natürlich nicht den Untertanen. Ja, man wird schnell größenwahnsinnig. Nein, Blödsinn. Wir machen eine kleine Studiotour. Und mein Studio ist tatsächlich hier dieser separate Bereich oberhalb von unserem Wohnzimmer jetzt geworden. Also Studio, Büro, Kreativraum, nennt's wie ihr es wollt. Das ist halt eben so der Ort, an dem ein YouTuber, ich mag zwar diesen Begriff nicht, den mag glaube ich keiner, aber jedenfalls ist das so der Ort, wo man dann seine Ideen hat und seine Videos schneidet und eben entsprechend in meinem Fall dann auch noch ein bisschen Voice-Over-Krempel macht. Und wenn ich dann mal irgendwann live-streamen sollte, einen Test hat es inzwischen mal gegeben, so heimlich, still und leise, könnte ich also auch mal irgendwann machen. Ja, und das wird dann auch hier stattfinden. Also generell so der Arbeitsraum, wenn ich nicht im Wald zum Schaffen bin, dann entsprechend hier und wieder zugegebenermaßen auch mal auf dem Sofa mit einem Buch. Ja, wir haben also eben diese zusätzliche Bereich hier oben, eben oberhalb von unserem Wohnzimmer. Das erinnert so ein bisschen an diese lustigen Tiny Houses, falls das jemand kennt. Ich finde die persönlich unglaublich gemütlich, so vom Angucken her. Und die haben auch fast alle irgendwie noch ein Schlafzimmer weiter oben. Das hier war ursprünglich, glaube ich, auch mal als Schlafzimmer von irgendeinem Vormieter verwendet, kann man machen, aber ich habe keine Ahnung, wie man bitte schön hier ein Bett hochbekommen soll. Die Treppe ist nämlich ein bisschen eng. Schatz, bitte einmal zur Treppe. Ja, und wenn da ein großes Mensch hoch soll, ist das gar nicht so einfach. Vor allen Dingen sind auch die Treppenstufen relativ schmal für Leute mit langen Füßen wie mich. Ist das dann immer ein bisschen... Also ich bin dankbar, dass sie ein Geländer hat. Ich bin wirklich, wirklich dankbar für das Geländer und ich muss mich da schon immer gut festhalten. Ja, und deswegen haben wir hier jetzt eben dieses tolle Feature, das ihr vielleicht schon entdeckt habt. Da hängt nämlich ein Seil installiert, denn Treppe mühsam, bin schon mal runtergeflogen. Ein paar Leute haben gefragt, was ist das für ein Pflaster auf deinem Arm in irgendeinem Video, weiß ich gar nicht mehr, welches hatte ich ein Pflaster. Ja, da bin ich diese Treppe da mal etwas zu schnell hinab mich bewegt. Ja, jedenfalls... Darum haben wir eben installiert die Transportvorrichtung hier. Davon abgesehen wollte ich schon seit mindestens 30 Jahren sowas haben. Also so einen Bereich, wo ich hier oben bin, wo ich so mein eigenes Imperium aufbauen kann und dann eben mit einem Korb. Moment, davon sieht man doch nichts. Da sieht man nichts von. Das pendelt was. Warte, ich muss den Kopf. Ja, jetzt pendelt es. Der ist ja auch leer. Ja, und dann kann ich hier mit meinem Korb Dinge rauf und runter. Ja, Schatz. Und ich soll das filmen können. Ja, einigermaßen. Das Publikum ist doch Kummer gewohnt. Ich war doch auf dich gezoomt. Ja, Schatz, ja. Spiel weiter. Die wissen doch, dass ich komisch bin. Und das, wie gesagt, das wollte ich schon super lange haben und jetzt habe ich endlich sowas. Ein kleiner Teil von mir möchte noch gerne eine Feuerwehrstange installieren, um hier runter zu rutschen. Aber so viele Pflaster haben wir nicht. Richtig, ich würde mir wahrscheinlich nur wehtun. Und außerdem ist das Geländer hier im Weg. Ich wüsste jetzt nicht... Ich weiß nicht, was die Vermieter davon halten, wenn ich da ein Loch reinsäge mit der Eisensäge, damit ich mit einer ebenfalls hier installierten Feuerwehrstange dann da runterrutschen kann. Und ja, so sportlich war ich auch nie, aber die Idee ist schön. Eine Rutsche hingegen. Eine Rutsche wäre eine Option, was ihr jetzt gerade nicht sehen könnt. Hinter der Kamera ist meine Frau gerade etwas entsetzt. Ja, egal. Jedenfalls, Schatz. Ja. Kriege ich eine Rutsche? Nein. Verdammt. Ja, ich habe jetzt... Du kannst wie bisher auch nachts auf den Kinderspielplatz und da rutschen gehen. Männer, wir werden sehen und dann wachsen wir noch ein bisschen. Gut, jedenfalls, die Idee wäre folgende. Ihr kommt jetzt mal hoch und das macht ihr selbstverständlich via Körbchen, weil ihr seid ja klein. Ihr seid ein kleiner schwarzer Kasten.
Frau packt euch mal ins Körbchen, dann könnt ihr hochkommen und dann gucken wir uns hier oben noch ein bisschen um, was ich hier so im Campbüro rumliegen habe. Ist auch noch nicht hundertprozentig fertig. Manches ist noch im Werden. Und sind sie drin? Ja, gut festhalten. Danke. Ja, genau. Haltet euch gut fest. Ich hoffe, ihr sitzt auch. Während der Fahrt aufstehen, verboten! Das ist der neueste Gag von meiner Frau, ja. Immer diese Ausländer. Ausländer und mit die Witze über Deutsche machen. Das läuft meistens auf irgendeinen komischen, mehr oder weniger Nazi-Akzent hinaus. So, ja, ihr seid oben. Ich lasse mal den Korb wieder hinunter. Hoppla. Korb hängen geblieben. Ja, Multitasking. Dann damit jetzt wirklich herzlich willkommen auf dem Dachboden. Ja, es ist jetzt gerade beleuchtungstechnisch alles so ein bisschen so ausgerichtet, damit man mich eben gesehen hat da unten. Und was gibt es hier jetzt? Es gibt in diese Richtung, da gibt es zugegebenerweise noch nicht viel, außer Schatten an der Wand und ein bisschen Dreck. Hier, Dreck. Ja, das... ein paar Spinnweben brauche ich, sonst fühle ich mich nicht daheim. Und hier geht es entsprechend die Treppe runter und das ist es im Prinzip. Wir haben überlegt, beziehungsweise ich habe überlegt, Frau habe ich noch gar nicht gefragt, mache ich dann nachher. Dann wird sie voll veränderte Tatsachen gestellt. Hier könnte man noch jede Menge interessante Sachen aufhängen. Vor allen Dingen auch große Sachen. Ich wollte ja schon immer mal noch eine große Weltkarte haben. Vielleicht hänge ich da noch... Ich höre keinen Protest. Vielleicht hänge ich da irgendwie noch eine große, große Weltkarte hin. Das wäre ganz lustig. Und dann wollte ich noch hier im Bereich, wenn man die Treppe hochkommt, auch noch die Fläche nutzen und da noch ein paar Bilder aufhängen. Natürlich nicht bis ganz unter das Dach. Also grundsätzlich, ich mag ja nicht Wandfläche vergeuden. Das gefällt mir persönlich nicht so. Aber andererseits sollte man auch die Wand nicht zu sehr mit Bildern zupflastern. Egal. Ja, ist sowieso noch nicht fertig. Ja, und das ist jetzt hier eben mein Studio. Da steht ein Schrank. Mitten im Weg, die Bretter, das gibt noch ein Regal, was da hinten noch an die Wand kommt, ist noch nicht ganz fertig, da fehlen auch noch diese zugehörigen Bücher, aber ja, da steht ein Schrank im Weg. Warum steht da ein Schrank im Weg? Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass ich schon immer mal einen Schrank im Weg stehen wollte. Nein, ich finde das richtig gemütlich, dass der einfach noch so ein bisschen als Raumtrenner da ist und eben halt hier den Balkon in Anführungszeichen vom Raum hier oben, vom Zimmerchen hier oben ein wenig trennt. Ursprünglich wollte ich hier auch noch ein bisschen dicht machen, aber da passt auch ganz gut der Gästestuhl hin, falls ich mal hier oben eine Gästin, also einen weiblichen Gast habe und dafür ist dann noch der Stuhl da. Ich weiß auch noch nicht so genau, vielleicht hat da jemand eine Idee, was ich mit diesem Bereich hier anstelle, also das da steht da natürlich nur provisorisch, ne? Vielleicht, ja, da könnte man gut den Ansatzpunkt einer Rutschbahn. Ich weiß es noch nicht. Ich möchte diesen Platz irgendwie noch nutzen. Irgendwas muss da noch hin. Mal gucken. Ja, jedenfalls das zu dieser Ecke. Da ist Frau. Nein. Nee, lass mal noch da. Es passt schon so. Ja, dann kommen wir zur Galerie. Galerie auch noch natürlich noch nicht fertig. Da kommen noch ein paar mehr Bilder dahin. Aber das ist das, was ich jetzt schon habe. Das ist ja, das Schöne ist, da braucht man sich keine Sorgen wegen Urheberrecht machen. Der Künstler ist lange genug tot, dass das Urheberrecht inzwischen erlöschen ist. Das Wiesenstück von Albrecht Dürer finde ich persönlich ein ganz, ganz wunderbares Gemälde. Aus Dürers umfangreichen Werk gefallen mir besonders gut diese Skizzen, die er von irgendwelchen Dingen aus der Natur gemacht hat. Die finde ich eigentlich nahezu alle großartig. Habe jetzt einen großen Klassiker. Eigentlich sind alles Klassiker. Auch das Rasenstück oder Wiesenstück, das kennt man, ne? Wenn man sich damit auseinandergesetzt hat. Und ich finde das persönlich einfach wirklich sehr, sehr gelungen.
Da ist unter anderem der Löwenzahn drin, den kann man hier schön erkennen. Das ist ja überhaupt das Faszinierende daran. Man, das Ding ist 500 Jahre alt. Ne? 500 und ein paar zerquetschte Jahre alt, dieses Gemälde. Also natürlich ist das kein Original, klar. Und doch erkennt man da ganz, ganz viel wieder. Das ist eine Wiese, wie man sie heute sich auch vorstellen könnte, wie sie heute auch irgendwo in der Ecke von der Wiese könnte diese Menge, dieses Häuflein, Pflänzlein irgendwo wachsen. Und das finde ich so wahnsinnig faszinierend, dass das einfach nicht im geringsten an Aktualität verloren hat. Und ein moderner Maler könnte das heute genauso malen wie damals als Dürer. Ne? Also die meisten seiner Werke sind sowas um 1500 drumherum entstanden. Hier haben wir jetzt das zweite Gemälde. Das ist, da kann man es auch schön lesen, hier unten in der Ecke von 1508, ne? Und ist eben auch von, übrigens das erste Markenzeichen in der Geschichte, ja, dieses AD, dieses Besondere, dieses nicht einfach nur Albrecht Dürer drunter geschrieben, sondern dieses spezielle Markenzeichen. Dürer hat quasi das Markenzeichen, das Markensymbol erfunden. Meines Wissens hat das früher noch nie irgendjemand so in dieser Form verwendet. Da Vinci hat Leonardo überall drauf geschreibselt. Und dieses Symbolhafte mit diesen besonderen Initialien hat er, glaube ich, erfunden, wenn ich das richtig zusammenkriege, historisch. Aber das Kreuzchen, ich finde es großartig, also mir persönlich gefällt das wahnsinnig gut. Man beachte die Details hier hinten an den Federn, das stellt er jetzt nicht, jetzt ist es halbwegs scharf. Ich versuche das so ruhig wie möglich zu halten, gewisses Kameragewackel. Und die Füße sind auch ganz, ganz hervorragend. Und auch der Blick, ja, das hat was. Und auch den Schnabel. Man erkennt erst auf den zweiten Blick, dass eben der Schnabel auch hier die Öffnung des Schnabels in Anführungszeichen, ja, der Schlitz. Ich mag das Kreuzchen, ein wirklich tolles Werk. So, und dann hätten wir, der ist jetzt leider so halb im Schatten, der Hase. Der Hase ist sicherlich eins seiner berühmtesten Werke, insbesondere unter Naturfreunden. Ein wahres Meisterwerk, die Detailliertheit, die einzelnen Haare, die mit der damals zur Verfügung stehenden Technik hier entsprechend gemalt worden sind. Und der wirkt so lebensecht, man könnte meinen, der steht jetzt auf und hüpft davon. Also und springt aus dem Bild. Ich finde den großartig. Also der Hase ist so persönlich auch unter generell Kunstwerken, die es so gibt, die ich so mag, der Hase ganz, ganz vorne dabei. Es gibt auch diverse Informationen zur Entstehungsgeschichte vom Hasen. Kriege ich nicht alles hundertprozentig jetzt auswendig zusammen, aber ich mag ihn sehr, den Hasen. Die ganzen Poster gibt's bei der Poster Lounge. Nur der Vollständigkeit halber. Ja, hier Schreibtisch, hier kommen wir gleich zu. Hier noch Platzhalterbild. Platzhalterbild, also das Gemälde hier, das ist von einem, leider kann ich den Namen nicht entziffern, auf jeden Fall norddeutschen Künstler. Man müsste jetzt erstens mal das eigentliche Gemälde von dem nicht so ganz schönen Untergrund noch abmachen. Dann fehlt hier hinten leider noch eine Ecke, aber Der Norddeutsche wird die Landschaft einigermaßen erkennen. Wir haben hier im Vordergrund eine Hecke auf dem Feld, also oderhin feldbasiert. Hecke, dann das nächste Feld und an einem Bächlein, was durch die Felder fließt, stehen ein paar höhere Bäume und wachsen da nach oben vor offensichtlich einer Abendstimmung. Also mir persönlich gefällt es gut, aber mich stört wirklich die fehlende Ecke. Deswegen, das ist jetzt nur mal ein Platzhalter. Das ist übrigens ein Original. Aber Platzhalter, wie gesagt. So, kommen wir spaßeshalber mal hier zu meinem Fotoschrank. Das ist im Wesentlichen Kameraequipment, was da reingehört. Obendrauf liegt normalerweise noch der Mikrofonpuschel, dann gegebenenfalls das Stativ. Das ist jetzt gerade unten. Eigentlich nicht Teile eines Regals und auch nicht ein Hammer. Hammer. Und dann habe ich meine diversen Taschen für Kameraaufbewahrung, sofern sie auch nicht gerade woanders im Einsatz sind, wie zum Beispiel die, wo jetzt diese Kamera drin wäre, ne?
wenn sie nicht aufnehmen würde, die liegen dann normalerweise da drin. Und je nachdem, was ich mitnehmen möchte, das ist zum Beispiel eine Umhängtasche, kann man sich um den Bauch machen, das ist ganz praktisch. Und die hier ist eine Schultertasche zum über die Schulter schmeißen, ist aber halt schön groß und hat so einzelne Unterteilungsfächer, wo man unterschiedliche Objektive drunter unterbekommt, mag ich sehr gern. Hier das ganz kleine Deppenzepter, ja, Deppenzepter für Actioncam, da habe ich auch mehrere von. Das Gorillapod, das kann man für verschiedene Kameras immer sehr, sehr gut gebrauchen. Tolles Stativ, hat halt eben diese super flexiblen, super flexiblen Füße, die man im beliebigen Winkel dann da irgendwie montieren kann, auch an Ästen zum Beispiel montieren kann und so weiter. Moment, ich hoffe mich mal hin, dann gibt es auch weniger Wackelkamera. Ja, hier unten, gut, das Werkzeug kommt da eigentlich auch mal irgendwann wieder weg. Und in diesem Schränkchen habe ich dann weiteres Kamera-Equipment, so ein paar Objektive, die ich häufiger verwende. Da hinten noch ein paar von der Canon, die ich häufiger verwende. Objektivköcher, die sind jeweils leer. Da sind ein paar andere an einer anderen Tasche gerade angepackt, aber da habe ich auch entsprechend viele von. In dem Säckchen ist die Actioncam. Die haben wir neulich gesehen am Wasserfall, wer das zufällig angeguckt hat. Und hier dann noch ein paar größere Objektive. Hier drin zum Beispiel in der Tasche ist das fette Weitwinkel. Das ist wirklich ziemlich, ziemlich gewaltig. Und zum Beispiel, ne? Unten drin noch mehr Fotozubehör, nichts Atemberaubendes, nichts super Spannendes. Boing. Ja, Sessel haben wir schon gesagt, da liegt jetzt ein Platzhalter. Pfandflasche. Und hier hinten ist die YouTube-Ideenwand. Die dient dazu, für gut befunden und getestete Videoideen irgendwo zu sammeln. Kommt hin und wieder mal immer wieder ein Vorschlag von euch, was ich denn für Themen noch behandeln könnte. Und wenn das was ist, wo ich sage, ja, da habe ich demnächst Bock drauf. Es gibt noch eine weitere Liste, die aber nicht so in dieser schönen Form vorhanden ist, mit weiteren Themenideen, wo ich sage, ja, das muss ich irgendwann mal machen, habe ich aber jetzt gerade eher keine Lust drauf. Und das, was hier drauf ist, das sind halt so die ich sag mal, akuteren, hoppala, das war eine Mail, die akuteren Themen. Gut, hier gibt es Pflanze 1 und Pflanze 2. Pflanze 2 ist eine Litchi, Pflanze 1 ist, ich habe keinen Schimmer. Das ist auch mehr sowas. Die Top-Pflanzen sind alle, da ist meine Frau für zuständig. Ja, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Genau, und was haben wir hier noch? Ich habe Teppichboden. Und da hinten, das ist nicht etwa Dreck, sondern ein Knödel Klebeband, genau. Ja, und Schreibtisch eben generell. Hier liegen so aktuelle Arbeitsmaterialien. Dieses Buch kann ich übrigens empfehlen, habe ich aber schon mal getan. Ne? Dann haben wir da hinten Zeitungsartikel, auch aktuelle Arbeitsmaterialien, Notizmaterial, kleines Notizbuch für Dinge, die ich mir aufschreibe. Oh, Moment, ich muss den Fokus nochmal bisschen verbessern jetzt. Kleines Notizbuch für eben Dinge, die ich mir aufschreibe, die ich damit in den Wald nehme. Und ganz praktisch für die Hosentasche. Gerade so ein paar kleine Videonotizen muss ich mir hin und wieder handschriftlich machen, damit ich nicht vergesse, wie man handschriftlich schreibt. Es sieht grauenvoll genug aus, aber besseres Notizbuch für ganze Videoskripte. Herzlichen Dank übrigens an. Ich hoffe, sie fühlt sich angesprochen, sollte sie jemals dieses Video gucken. Es war ein Hochzeitsgeschenk. Toll. Also dieser Einband, da kann man verschiedene Papierdinge reintun, wenn die leer sind. Und dann kann man den Einband weiter benutzen. Das ist ein ganz toller Ledereinband, finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Mit diesem Baum da drauf. Ganz toll. Ja. Ah, ist schon ein Baum und zweitens erinnert er so ein bisschen an die Kunst vom Herrn Ring. Notizen, Stifte,
Pflanze habe ich schon gesagt. Da hinten ist die Ladestation für diverse Akkus, für verschiedenste Geräte, was halt gerade ansteht, was halt gerade Strom braucht. Und Speicherkarten liegen da teilweise dann auch nochmal rum, sofern sie gerade nicht im Computer drin sind. Das ist das Mikrofon mit meinem Bildschirmabputztuch. Dann leuchtet es auch nicht so sehr. Wenn ich mal weiß, ich es lange nicht brauche, dann mache ich es auch aus, damit es da nicht vor sich hin leuchtet. Aber für Voice-Overs, wenn ich mal Voice-Overs in den Videos habe, das ist jetzt nichts besonders super Tolles, dieses Mikrofon, keine Ahnung, von welchem Hersteller und so weiter und so fort. Aber ich finde, es klingt ganz in Ordnung. Kommt Butter. Ja, da ist ein Apfel drauf. Das da Dur, schon mal gesehen. Ne? Das ist das Glücksschwein. Hier Glücksschwein. Habe ich von meiner Frau, das bringt Glück. Und diverse Festplatten, Gedönse mit Kabelsalat. Kabelsalat mal ein bisschen weiter nach hinten. Das ist eine Maus. Und dann kommen wir zur schönen Seite vom Tisch. Die schöne Seite vom Tisch beinhaltet, ja, dieses Wesen. Dieses Wesen ist ein Japan-Bilch. Sehr nah verwandt, das heißt sehr nah, die sind ein bisschen weit auseinander, aber ein deutlicher Verwandter der Haselmaus, wie wir sie kennen. Eine Haselmaus, wer es nicht weiß, ist eben keine Maus, sondern ein Bilch. Bilche sind Siebenschläferartige. Also so jemand wie eben der Siebenschläfer selbst, wie der Gartenschläfer oder eben die Haselmaus. Und der Japan-Bilch, den gibt es tatsächlich, das ist Lebensgröße, gibt es nur in dieser sehr kleinen Ausführung. Meines Wissens haben die keinen größeren Bilch, glaube ich. Aber nagelt mich da bitte nicht fest. Das war ein Geschenk, das mein Vater aus Japan mal mitgebracht hat. Und ich finde ihn toll, finde ihn sehr schick. Und drum steht er jetzt hier. Ja. Name einmal auf europäische Buchstaben. Ja, natürlich auf Latein. Wie heißt das Ding nochmal? Xyrulus japonicus. Und hier noch einmal in... sei brav. Jetzt hat Japanisch. Ich stelle ihn aber lieber so rum hin, weil dann sieht man den Schwanz. Das ist so eine kleine Mini-Kerzen-Bushbox. Die kann man gerade mit einer Kerze ziemlich gut gebrauchen, um Getränke heiß zu halten. Dafür ist sie auch da. Dann gibt es hier noch so einen Bär. Ich weiß leider nicht mehr und wir konnten es nicht mehr rekonstruieren, wo dieser Bär her ist. Das ist auch was bei meinem Großvater auf dem Schreibtisch stand, als Briefbeschwerer und Inspirationshilfe, vermute ich. Er hat inzwischen leider ein bisschen an Farbe verloren hier am Fisch. Und daran, dass er Fische fängt, kann man schön erkennen, dass es sich wahrscheinlich trotz der schwarzen Farbe um einen Braunbär handelt, dass Schwarzbären im größeren Umfang solche riesen Lachse aus dem Wasser ziehen. Andererseits, der Fisch ist sehr groß, der Bär ist vergleichsweise klein, schwer zu sagen. Ja, der hat keinerlei Inschriften oder Ähnliches und daher weiß ich da auch nichts Näheres dazu, aber ich mag ihn sehr gerne und bin jetzt auch froh, dass er bei mir auf dem Schreibtisch steht und für Inspiration sorgt. Genauso wie er hier. Das ist ein Wisent in nicht ganz Lebensgröße und ich habe erst vor ein paar Tagen rausgefunden, da meine Mutter so nett war, kurz darauf hinzuweisen, dreh den mal um. Tada! Gemeint war natürlich so rum. Ja, und dann kann man da nachlesen, das wusste ich gar nicht, dass da noch was draufsteht, dass der 73 an den Herrn Professor Tüxen gegangen ist und mit herzlichen Grüßen aus dem, ja, und jetzt muss ich euch einblenden, falls ihr das nicht genau entziffern könnt, den Namen dieses Urwalds, aus dem eben dieses Wisent stammt. Und ich habe zu Wisenten tatsächlich ein paar falsche Informationen auch schon mal in irgendeinem anderen Video drin gehabt. Da möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Leider finde ich das nicht mehr und sonst würde ich es ja an der Stelle nochmal korrigieren. Aber das kommt halt vor. Kann ich nicht ändern. Das müsst ihr auch immer im Hinterkopf behalten, wenn ich was erzähle. Das ist immer alles sehr frei und da kann es dann schon mal sein, dass da mal was dabei ist, was nicht so hundertprozentig korrekt ist. Und zwar habe ich gemeint, das Wisent wäre aus
aus Restbeständen von Wiesent mit anderen Tierarten zusammen wieder hergezüchtet worden. Es sieht so aus, als hätten die 24 Zootiere, die nach dem Aussterben des Wiesents, also in freier Wildbahn, noch gelebt haben, doch fast ausgereicht, um eine wieder halbwegs stabile Population an Wiesent zusammenzukreuzen, die fast alle vom selben Bullen abstammen. Jetzt könnte man denken, oh Gott, das ist ja Inzucht noch und nöcher. Aber was man auch im Hinterkopf behalten muss, dass bei solchen großen Huftieren es üblich ist, dass sich der stärkste Bulle paart und alle anderen Bullen nicht. Und wenn der einzige Bulle, der noch übrig ist, dann halt der stärkste Bulle ist, dann ist es auch normal, dass der einen riesen Haufen von Nachkommen entsprechend hat und die alle quasi den gleichen Vater oder Großvater oder Ururgroßvater und so weiter und so fort aufweisen. Ne? Ich habe vergessen, wie er heißt. Es könnte er hier sein, ja, also sein Original, dem er nachempfunden ist. Die Schnitzerei an sich finde ich ganz großartig, das könnte ich so jedenfalls nicht selber machen. Ist auch ein schönes Holz und hat sich über die Jahre, da ist jetzt doch immerhin fast ja, 44 Jahre alt oder sowas, ja, hat er sich sehr, sehr, sehr gut gehalten und da bin ich froh, dass ich den entsprechend habe und dass er dann auch noch aus dem einzigen Gebiet kommt, in dem sich Wiesente quasi über die Zeiten erhalten haben. Wenn man nicht die letzten noch abgeschossen hätte, dann wären sie da auch nicht ausgestorben gewesen wahrscheinlich. Gut, kann man sich jetzt fragen, ob das nicht auch noch irgendwann natürlich einfach durch genetische Verarmung doch dazu gekommen wäre, dass sie ausgestorben sind. Aber jedenfalls rennen sie, und da gibt es nicht viele Regionen in diesem Nationalpark, dessen Namen auszusprechen ich wirklich nicht versuchen möchte, rennen sie wieder frei rum und man kann sie dann in freier Wildbahn beobachten. Übrigens besagter Nationalpark, dazu müssen wir noch 2-3 Takte verlieren. Das ist nämlich der letzte Urwald Europas, also der letzte wirkliche Urwald Europas. Ihr kennt das ja aus vielen meiner Videos, da sage ich, Urwälder gibt's nicht mehr, es gibt bestenfalls fast Urwälder. Das stimmt so auch und das stimmt insbesondere für Europa. Wenn man sagt, es gibt überhaupt keine Urwälder mehr, dann stimmt das insofern, dass wir halt durch unser Tun die ganze Atmosphäre beeinflusst haben und damit logischerweise auch jeden Teil der Erdoberfläche, der mit der Atmosphäre in Verbindung steht. Also ein vollständig vom Menschen unbeeinflusstes Stück Land gibt es nicht. Und das gleiche gilt für Meeresgrund, der ist auch überall durch uns beeinflusst, weil wir auch die Meere per se durch unser Tun beeinflusst haben, zum Beispiel mit Plastik. Ja, das nur so mal als Beispiel. Und wenn man eben dieser strengen Definition folgt, dann gibt es überhaupt keine Urwälder. Wenn wir aber sagen, Urwälder sind Wälder, in denen zumindest wir nicht mit der Axt, mit Feuer und mit der Säge und mit was auch immer massiv Bäume gefällt haben und da unser Unwesen getrieben haben und die Struktur der Landschaft wirklich massiv verändert haben. Wenn wir das als das Fehlen dieser Arbeiten als Urwald definieren wollen, dann gibt es in Europa genau 2. Und zwar, also von denen ich weiß, die wirklich, wirklich Urwald sind. Ein winziges Stück vom Schweizer Nationalpark, die haben nur einen, ja, also der Nationalpark, dürfte tatsächlich noch vollständig urtümlich sein, dass da also nie großartig was passiert ist. Und eben dieser Nationalpark hier, aus dem unser Wiesent, also meint, stammt, das ist auch tatsächlich ein echter Urwald. Und der ist auch so groß, dass es ausreicht, dass sich Urwaldstrukturen dort in der Form erhalten haben, wie man sie eben sich vorstellen mag. Und drum haben wir aufgrund dieses einen Waldes eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie ein buchenbasierter Urwald auszusehen hat. Denn es gibt ihn eben noch in dieser kleinen Fläche vergleichsweise, natürlich gemessen mit dem, was er mal ursprünglich hatte, in Polen, beziehungsweise Grenze Polen-Weißrussland. 2/3 dieser Gesamtgroßlandschaft, dieses Gesamtwaldschutzgebiets liegen in Weißrussland. Belarus heißen die jetzt, oder? Heißen die so? Ach, ich weiß es gerade gar nicht. Ich kenne sie noch als Weißrussland. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz, ganz, ganz falsch und ich kriege jetzt nicht Ärger. Eben 1/3 liegt in Polen, der besonders geschützte und
wirklich urtümlichste Teil, der auch diesen Urwaldstatus genießt, liegt ebenfalls in Polen. Kann man besichtigen, braucht man allerdings einen ortskundigen Führer dafür. Ohne den lassen sie einen da nicht rein, es sei denn, man ist Wissenschaftler. Ja, ich frage mal irgendwann an, ob ich genug Wissenschaftler bin, um reingelassen zu werden. Ansonsten, diese Führungen sind bezahlbar. Die sind sehr, 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 sehr bezahlbar. Dann kommt hier mein Ammonit, beziehungsweise der Ammonit, den mein Vater zur Pensionierung, vom Niedersächsischen Landesamt für Bodenforschung geschenkt bekommen hat. Hat er sich sehr gefreut, so ein Ammonit hat schließlich nicht jeder. Es ist außerdem nicht irgendein Ammonit. Die Teile waren extrem häufig, zum Beispiel in Jura und Kreide waren einige von denen unterwegs. Da gab es die in so ziemlich fast jedem Tümpel mit Meerwasser, haben die Ammoniten gehaust. Und dementsprechend viele Fossilien von Ammoniten können wir auch finden. Die sind ausgestorben. Es gibt den Nautilus. Der Nautilus ist der am ehesten mit dem Ammonit die verwandteste Lebensform, die heute noch übrig ist. Und vieles, was dem Nautilus von seiner Biologie her, von seiner Physiologie her so tut, war bei den Ammoniten ähnlich, aber eben nicht gesamt gleich. Eine Gemeinsamkeit beispielsweise, die man bei diesem recht schönen Exemplar gut sehen kann, ist die Dorsalfuge. Das hier, jetzt muss ich wieder mit dem Fokus gucken, inzwischen hätte ich ja eigentlich mein Stativ holen können, da seht ihr's. In der Mitte hier die Dorsalfuge. Das war, beziehungsweise, ja jetzt nicht mehr, ist ein paar Millionen Jahre her, 160 Millionen Jahre alt ist der ungefähr, dieser Ammonit. Und die Dorsalfuge dient eben dem Ansatzpunkt einer auf dem Knochen, auf dem Kalkgerüst mitwachsenden, ich sag jetzt mal sowas ähnliches wie Hautschicht, die da drüber ist, die aber auch nur in der Mitte von der Dorsalfurche wirklich ausgebildet ist und dann mitwächst und die gibt nach links und rechts quasi den Kalk an die Oberfläche der Schale, der, ja, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, ich kann den genauen Fachbegriff nicht, ich bin wirklich kein Experte für Gliederfüßler, aber jedenfalls, oder Kopffüßler heißen sie, Entschuldigung, gab es hier eben dann aus diesem Bereich, das war so der Wachstumsbereich und da konnte dann das neue Material gebildet werden und nur bei schön erhaltenen Fossilien hat man das Glück, dass zum Beispiel ein physiologisch wichtiger Teil dieses Organismus, nämlich eben die Dorsalfurche, so erhalten ist. Man kann jetzt übrigens auch noch spekulieren, inwiefern so eine Dorsalfurche schon ein Vorläufer der Chorda dorsalis ist, evolutionär. Wir sind Chordatiere, ja, also wir Wirbeltiere. Die Chorda dorsalis war irgendwann nach denen hier in der Evolution entstandenes, bisschen festerer, ja, so ein bisschen wie eine Fischgräte, kann man sich das von der Struktur her, von der Festigkeit her vorstellen. So ein Fastenknochen, sage ich jetzt mal, der in länglichen Tieren, das Ding ist ja nicht länglich, für eine gewisse Festigkeit gesorgt hat. Das heißt, das war der erste Ansatz eines Skeletts in der Evolution der Tiere, die Chorda dorsalis, kann man sich vielleicht mal merken. Davor gab es nur Hydroskelette, wenn überhaupt irgendein Skelett vorhanden war. Was ist ein Hydroskelett? Naja, ein Tier hat bestimmte Bereiche in seinem Körper, die mit Wasser gefüllt werden und der Wasserdruck in diesen Bereichen sorgt für eine gewisse Formstabilität. Also man kann sich zum Beispiel einen Wurm vorstellen, der über ein Hydroskelett verfügt und deshalb so grob wenigstens wurmförmig bleibt. Wenn man nämlich überhaupt kein Skelett hat, weder ein Exoskelett, wie es die Insekten ausgebildet haben, noch eben ein Skelett, wie wir es haben, also ein im Körper sich befindendes, dann hat man auch nichts, was einen irgendwie in Form halten kann und man wäre dann auch gar nicht in der Lage, sich nennenswert fortzubewegen, weil einem schlicht ein Ansatzpunkt für Stabilität des Körpers fehlt. Das haben also viele Lebewesen, die dann nicht mehr im Wasser gelebt haben, recht früh angefangen und auch das Lanzettfischchen zum Beispiel, der primitivste
Vertreter der Chordatiere, der heute noch existiert, der noch so eine, so fast sowas wie eine Chorda dorsalis als einziger Skelettbestandteil aufweist, ja, die haben einfach damit ihre Form aufrechterhalten. Also ein zentraler, wenn man sich einen Fisch vorstellt, einen klassischen länglichen Fisch, und da geht einmal ein Fastknochen durch und dann wissen wir, was eine Chorda dorsalis ist. Später hat sich dann an dieser Chorda dorsalis auch noch diverse Nervenansatzpunkten angebracht. Muskulatur hat sich daran angepasst, angebracht, und es war der Befestigungspunkt eben verschiedener Körper wichtiger Funktionen. Und ja. Ja, und an dieser Stelle müssen wir jetzt noch eine lustige kleine Anekdote erzählen. Das da ist ein Flussneunauge und das ist einer der rezenten Vertreter der Organismengruppe, die man früher als die sogenannten Kieferlosen bezeichnet hat. Und man dachte, dass die quasi die Tiere, die nach den Tieren, die nur eine einfache Chorda dorsalis hatten, die sich dann rausgebildet haben, ja, streng genommen gab es noch was davor. Vor den Kieferlosen gab es noch Schädellose, die also zwar eine Wirbelsäule in Form einer erweiterten Chorda dorsalis hatten, aber kein Schädel im klassischen Sinn. Die hatten also nur ein Gesamtstruktur erhaltendes, knochiges Element und fertig. Und einen weichen Kopf, auf gut Deutsch. Und danach kam dann quasi, so hat man es zumindest mal gedacht, und so steht es, und das ist die lustige Anekdote, auch in dem blauen Buch, was wir im Hintergrund von meinem Ammonit hier sehen können, nämlich noch drin. Das hat man also ganz lange gedacht in der Zoologie. Gab es dann die Gruppe der Kieferlosen. Inzwischen sind die überholt von Kieferlosen, spricht ein moderner Zoologe nicht mehr, es sei denn, er bezieht sich auf historische Tatsachen. Aber die Idee war, dass der nächste Schritt der Entwicklung eben gewesen ist, dass die Tiere, die über eine Wirbelsäule verfügt haben, also eine Chorda dorsalis, auch einen Schädel ausgebildet haben, aber noch keinen Unterkiefer. Ja? Und damit war dann die Gruppe der, wie gesagt, das dachte man damals, Kieferlosen geboren. Ich habe das im Studium auch noch so gelernt, dass es die Kieferlosen so gibt, aber ist inzwischen wirklich überholt. Und dann erst nach den Kieferlosen, einen Entwicklungsschritt weiter, gab es dann ja Wirbeltiere mit vollständig ausgebildetem Skelett, Wirbelsäule, Kiefer und Schädel. Ja, aber wie gesagt, die Einteilung in Kieferlose, die gibt es nicht mehr. Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden. Inzwischen lässt man da quasi die Kieferlosen einfach weg. Und wir haben in dem Moment, wo die Tiere einen Schädel haben, ein vollständiges Wirbeltier quasi, jetzt unabhängig davon, ob da jetzt nun gerade noch ein Unterkiefer dranhängt oder nicht, soweit ich das verstanden habe. Aber ich müsste mich da nochmal intensiver mit beschäftigen. Und ich glaube, für die kleine Anekdote, weshalb ich die Dorsalfuge an meinem Ammonit so toll finde, langt das an dieser Stelle auch. Hat sich evolutionär durchgesetzt und wurde zu dem, was wir heute als Wirbelsäule kennen, was ein nicht ganz unerheblicher Teil eines jeden Wirbeltiers ist, zu dem wir eben auch gehören. Und drum finde ich diese Dorsalfurche, weil man da ziemlich viel zu erzählen kann, wie wir gerade gemerkt haben, ein tolles Beispiel bzw. einen schönen Bestandteil von meinem ererbten Ammonit. Mach's gut, Ammonit. Geh wieder auf deinen Ständer. Achso, ja, Mitteljura. Moment, ich muss das jetzt wieder scharf stellen. Ja, mittleres Kalluvium. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht auswendig, was es jetzt zum Kalluvium zu sagen gibt. Mitteljura eben und Ammonit mit Dorsalfurche. Da kann man das schön lesen aus Südfrankreich. Also das, was damals Südfrankreich gewesen sein mag. Und es war auch bestimmt nicht da, wo heute Südfrankreich ist. Ja, die Bücher habe ich teilweise in einem Dankeschön-Video schon erwähnt gehabt. Links, da können wir uns relativ schnell mit befassen, ist mein altes Zoologiebuch. Das ist ein klassisches Lehrbuch der frühen Zoologie um 1914 um den Dreh. Da kann man wirklich teilweise Haarsträubendes drin finden und ich finde es unglaublich spannend. Und auch manchmal kann man überrascht sein, was man damals schon alles wusste. Und in jeder Hinsicht, jedes Mal, wenn man da reinguckt, findet man irgendeine kleine spannende Anekdote, die zum Nachdenken anregt. Standardantwort im Deutschunterricht. Das Gedicht will
will zum Nachdenken anregen. Wenn man nicht weiß, was man schreiben soll, ist das immer eine gute Wahl. Ja, auch zu Wilhelm Hauff hatte ich ein paar Sachen schon erzählt im entsprechenden Dankeschön-Video, wo wir auf die Bücher mal ein bisschen eingegangen sind. Hauff ist sehr, sehr jung gestorben und hatte bis dahin eine extrem kreative und wahnsinnig ausdauernde Schaffensphase, in der er ganz viele eigene Märchen aufgeschrieben hat, die er sich selbst ausgedacht hat. Und da sind wirklich großartige Geschichten dabei, bei denen manchmal durchaus auch eine ethisch-moralisch vertretbare Moral enthalten ist, fast immer, manchmal auch nicht so ganz. Vielleicht einer der bekanntesten Vertreter, den bestimmt jeder schon mal gehört hat, dem Namen nach, ist das Wirtshaus im Spessart. Hauff hat fast all seine Märchen, also insbesondere im Band Märchen und Novellen, mit einer Basisgeschichte ausgestattet. Das heißt, wir haben eine Rahmenhandlung, wie eben die Banditen kommen ins Wirtshaus im Spessart und dann wird, ich krieg's auch nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber ich bild mir ein, da würde jeden Abend noch eine Geschichte erzählt werden, nach und nach. Und die Geschichten, die da eben in dieser Rahmenhandlung erzählt werden, sind dann völlig ausgestaltete Märchen, die in kompletter Länge in dem Buch enthalten sind. Also ein wirklich inspirierendes Werk, wenn ich mal schlechte Laune habe, hilft Hauff extrem weiter. Und auch das hatte ich schon erwähnt, aber das Kalte Herz ist vielleicht sein wichtigstes Werk für Freunde des Waldes, das man unbedingt mal gelesen, gehört oder auch gerne eine Verfilmung des Märchens mal angesehen haben sollte. Es gibt übrigens auch eine relativ moderne Verfilmung davon in der Hauptrolle. Ich krieg's gerade nicht zusammen. David Cross, heißt er so? Ist es der? Auf jeden Fall spielt er irgendwo mit. Jedenfalls bekanntere deutsche junge Schauspieler. Ob die jetzt besonders gut sind, muss jeder selber wissen. Aber ich fand ihn cool. Also die Interpretation dieser Neuverfilmung sehr cool. Vor allen Dingen hat man da die Mythologie des Ganzen ein bisschen weniger auf dem Christengott basierend dargestellt und mehr auf Waldgeistern, die dann einfach nur sich selbst als Waldgeist unterstehen und hat eben den Christengott da ein bisschen rausgelassen. In der Hauffschen Original spielt der noch eine größere Rolle. Das ist einfach der Zeit, als das geschrieben wurde, geschuldet. Da durfte man kein Märchen schreiben, in dem irgendwie Gott schlecht wegkommt, ne? Theodor Fontane, Wanderung durch England und Schottland. Kann ich jetzt auch gerade nicht allzu viel zu erzählen. Theodor Fontane sollte ein Begriff sein, wenn nicht, unbedingt mal googeln. Der hat zur eigenen Inspiration und zu seiner persönlichen Weiterbildung, das war ja damals so üblich, dass man mal mindestens eine Reise getan hat, um zum Bildungsniveau, ja, um überhaupt Bildung zu haben, musste man nachweisen, mal eine größere Reise unternommen zu haben. Und seine, also mindestens diese eine, ich weiß auch nicht, wie viel er noch so gemacht hat, ging eben durch England und Schottland und insbesondere zur schottischen Landschaft, die damals schon ganz ähnlich aussah wie heute, also sprich relativ weit waldfrei durch die Schafswirtschaft, viele letzte natürliche schottische Wälder verloren gegangen. Die Highlands, also so wie man sie sich vorstellt, als grüne, waldfreie Hügel mit in den Hochlagen natürlich dann auch mal felsig und jede Menge schlechtem Wetter und doch einer wilden Romantik, die dieser Landschaft anhaftet. Und das hat meiner bescheidenen Meinung nach niemand so schön zum Ausdruck gebracht und damit auch durchaus den Reiseboom nach Schottland befeuert, der zu dieser Zeit dann begonnen hat. Das ist also der war Influencer in dieser Hinsicht, der Fontane. Aber er hat es wirklich wunderbar beschrieben und ich gebe ihm in allen Punkten recht. Gut, wenn man das dann so empfinden möchte. Ja, das ist persönliches Empfinden und kann man so sehen, muss man nicht so sehen. So, inzwischen ist er wieder einigermaßen repariert. Frau hat sich drum gekümmert. Darwin, Reise eines Naturforschers um die Welt. Das ist eine recht vergleichsweise späte deutsche Veröffentlichung eines Werks von Darwin. Es ist sozusagen die zweite Version des Berichts von seiner Reise auf der Beagle, die 5 Jahre gedauert hat und einmal die, ja, nicht die kompletten, aber doch große Teile der Tropen umfasst hat.
die ihn sehr geprägt hat, seine späteren Forschungen, die dann nicht mehr mit großen Reisen verbunden waren, sehr, sehr geprägt hat und ihn eben auch den Keim ins Hirn gesetzt hat für die Idee zu seinem Werk von der Entstehung der Arten und damit von der natürlichen Selektion und der Evolutionstheorie. Darwin ist vielleicht unter Naturwissenschaftlern einer der größten, die es da jemals gegeben hat. Also unter, ich sage jetzt mal, empirischen Naturwissenschaften, ne? Nicht Physik und Chemie, alle anderen. Da ist er wirklich einer der größten, die es da jemals gegeben haben wird. Und sein Werk, es ist eine Evolutionstheorie, ist ja bis heute in großen Teilen so weiterhin als korrekt anzusehen, ne? Soweit wir es zumindest wissen. Deswegen ist es ja auch eine Theorie. Also ein großes, ja, Darwin als Vorbild zu haben, ist fast schon ein bisschen dekadent, aber selbstverständlich inspiriert eine Person wie Darwin, der auch dazu noch sehr gut schreiben konnte und einfach eine Geisteshaltung hatte, die seiner Zeit voraus war, inspiriert spätere Wissenschaftler, die im Bereich Ökologie tätig sind. Selbstverständlich muss er eigentlich. Ja. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie wer da sagt, ach, der blöde Darwin schon wieder, der mit seinem Rauschebart, der nervt. ohnehin muss man wirklich festhalten, dass Darwin als junger Mann, als er auf seine Reise auf der Beagle aufgebrochen ist, das ist zu einer Zeit gewesen, in der die Menschheit noch geglaubt hat, dass die Erde sowas um die, ich glaube, 5.000, 6.000 Jahre alt ist und in 7 Tagen von eben Gott geschaffen wurde. Also ist nicht die Menschheit hat das geglaubt, aber zumindest der christianisierte Teil der Menschheit. Und das galt als gesichertes Wissen. Und es gab zu der Zeit, als Darwin aufgebrochen ist, gerade mal einen, soweit ich weiß, Geologen, ich muss kurz nachgucken, wie der heißt. Ich schreibe es euch unten hin, mir fällt es ums Verrecken gerade nicht ein. Der festgestellt hat, aufgrund verschiedener Merkmale der Steine, dass das irgendwie nicht stimmen kann, dass die irgendwie älter sein müssen. So, und da ich in einem Anflug früher Demenz vergessen habe, wie der Mr. Hooke, Hook, würde ich vermuten, spricht man ihn aus, ich bin mir da aber nicht sicher, heißt, widmen wir ihm jetzt noch ein kleines Voice-Over, der Mann ist nämlich wichtig. So, und anders als ich es in Erinnerung hatte, hat er nicht anhand irgendwelcher Steine gemeint, die müssen irgendwie älter sein, sondern er hat bei einem Besuch an den Kreidefelsen seiner britischen Heimat festgestellt, per Zufall, dass es da irgendwelche versteinerten Überreste von Tieren gibt, die er noch nie gesehen hat. Und er hat auch niemanden gekannt, die diese Tiere jemals gesehen haben. Und da hat er wohl eine Weile nachgedacht und ist dann tatsächlich drauf gekommen, dass das nur daran liegen kann, dass es diese Tiere gar nicht mehr gibt, aber offensichtlich mal gegeben haben muss. Und das bedeutet, hier handelt es sich offensichtlich, für ihn war das klar, um ausgestorbene Lebewesen. Und dann hat er eben darüber spekuliert, übrigens auch in Vorlesungen, ob Veränderungen von Klima, Erdreich und Ernährung zur Bildung neuer Arten führen könnten. Jo, und da haben wir jetzt eine gewisse Kombination mit Darwin, ne? Die Idee, dass die mal da gewesen sind und jetzt nicht mehr und offensichtlich keine lebenden Vertreter mehr davon da sind. Also das muss vielleicht schon damals in Darwin, als er das gelesen hat, der sich ja intensiv mit Hookes, ich hoffe, man spricht ihn so aus, Schriften beschäftigt hat, mag das einen großen Einfluss gehabt haben, darf man sich schon fragen. Ja? Und eben hat er dann auch festgestellt, dass es dann ja nicht stimmen kann, dass die biblische Sintflut vor etwa 6.000 Jahren so stattgefunden hat, beziehungsweise die Erde muss viel älter sein, als eben die Bibelforschung zu vermuten lässt. Und das ist eine Riesenleistung, weil er damit wirklich einer der ganz, ganz wenigen seiner Zeitgenossen gewesen ist, und der war ja nochmal deutlich vor Darwin, die ja in dieser Hinsicht einfach dem gängigen Glauben, und das ist genau das richtige Wort, widersprochen haben und sich mehr auf das,
was er gesehen hat, verlassen hat. Ja, also ein ganz großer Naturwissenschaftler und unter anderem Geologe und ja, der Begriff Universalgelehrter, dem ich ihm hier zugeschrieben habe, der ihm auch von anderen Leuten zugeschrieben wird, trifft es sehr gut, weil er sich auch mit vielen verschiedenen, auch gänzlich unterschiedlichen Bereichen des Wissens beschäftigt hat. Ja, toller Mann. Und dessen Werk hatte Darwin gelesen. Er hatte übrigens auch den Humboldt gelesen. Und Humboldt war eins seiner Vorbilder. Ja, er steht hier rechts daneben. Und hätte er den nicht gelesen und hätte er nicht so viel Leidenschaft und so viel Begeisterung mit der Idee der alten Erde, nicht der Erschaffung in 7 Tagen, sondern mit dem, das muss alles viel älter sein, so viel Zeit verbracht und diese Vorbildung nicht genossen, und gleichzeitig eben die Offenheit mitgebracht, auch die Charaktereigenschaft, muss man sagen. Einfach offen für alles zu sein und den eigenen Beobachtungen und den Tatsachen, die er vor Ort angetroffen hat, mehr Gewicht beizumessen als dem, was ihm die Kirche so erzählt hat. Ja, dann hätte er wahrscheinlich nicht die Möglichkeit gehabt, das rauszufinden und am Ende auf die Idee zu kommen, auf die er gekommen ist. Das ist also ganz, ganz wichtig. Große Forscher des 19. Jahrhunderts, müssen wir immer im Hinterkopf behalten, waren noch durch religiöse Vorstellungen massiv beeinflusst und nur wenige sehr große haben es geschafft, sich von denen genug zu lösen. Es ist ja nicht notwendig, sich da hundertprozentig von zu lösen, nicht unbedingt, ne? Kann man verschiedene Philosophien dazu betrachten, aber um eben zu echten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu gelangen. Auch wenn Humboldt kein Fan der Evolutionstheorie gewesen ist, hat er natürlich in anderen Bereichen, nämlich in nahezu allen der Naturwissenschaften, großartige Leistungen vollbracht und gilt als der letzte Universalgelehrte, wenn wir ihn so nennen wollen und ich will, den die Welt jemals hervorgebracht hat. Der Zusammenhang von alles mit jedem in der Natur war so sein Credo, dass alles von allem so ein bisschen abhängig ist, und damit gilt er als der erste Ökologe des Planeten, der Stammvater der Ökologie und vielleicht ja einer der größten Wissenschaftler für mich persönlich, die es jemals gegeben hat. Auch wenn manche Sachen ein bisschen kontrovers betrachtet werden müssen, das ist bei jedem so. Der Humboldt war auch nur ein Mensch, der übrigens 90 geworden ist, zur damaligen Zeit eine wahnsinnige Leistung. Er war auch sehr stolz auf sein hohes Alter und hatte rumgewitzelt und sich selbst als Greis oder Fossil bezeichnet, als er eben an dieser Buchreihe schrieb, die wir hier vor uns sehen können. Das ist die Erstausgabe. Ich bin sehr, sehr stolz und froh, die besitzen zu dürfen. Und der erste Band ist, glaube ich, 1845 natürlich erschienen, der dritte dann 1850, beim vierten wurde er auch noch fertig im extrem hohen Alter, ich meine von irgendwie 88 oder 89 Jahren, das kriege ich nicht mehr ganz zusammen, für die damalige Zeit wirklich unglaublich, und er hat noch am fünften Band, der dann posthum veröffentlicht wurde und offiziell nicht mehr zu dieser Reihe gehört, weil er auch dann später von anderen Autoren noch mit fertiggestellt worden ist, aber eigentlich gehört er zum Kosmos noch, ein fünfter Band nur, konnte man den in dieser Ausführung natürlich so nicht kaufen, denn der war noch mal ein paar Jahre später und da war Humboldt schon tot, und die Veröffentlichung dieses vierten Bands, den ich hier habe, hat er durchaus noch miterlebt und mitbekommen, wie der verlegt worden ist. Der Kosmos fasst das gesamte Wissen von Humboldt zusammen, und die Idee zum Kosmos kam ihm, als er etwa 27 war, in der Vorbereitung oder während, das kriege ich auch nicht mehr ganz zusammen, einer seiner ersten Amerikareisen, und da hat er gemeint, es wäre doch toll, wenn man die ganzen Zusammenhänge, die ihm so wichtig waren, das Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte in der Ökologie, wenn man das alles zusammen in einem Werk veröffentlichen könnte, damit der geneigte Leser, und das war Humboldt unglaublich wichtig, diese Zusammenhänge auch versteht und erkennt, und dass man das Wissen
um das Sein der Natur. Hat auch viel wahnsinnig Tolles Philosophisches gesagt. Man findet auf Wikipedia viele ganz großartige Zitate, übrigens auch von Humboldt, die ausgewucht sind aus diesen Büchern hier. Also wer da mal gucken möchte, wirklich, wirklich ganz großartig. Jedenfalls dieser Zusammenhang der Dinge, wie die Dinge miteinander zusammenhängen, das war ihm das aller Wichtigste. Und das kann ich 100% nachempfinden, weil bei meinem eigenen Studium so der Moment, wo einem ein Licht aufgegangen ist, vorsichtig ausgedrückt, wo sich einem die ganze Komplexität der Materie, also der Natur, der Ökologie, des Waldes, erst begreiflich geworden ist, wie viel und wie kompliziert und wie wenig wir eigentlich darüber wissen können oder bisher tun, nachdem man viele Zusammenhänge selbst entdeckt hat. Ja? Also man lernt alle möglichen Fächer voneinander losgelöst und es ist dann die eigene Aufgabe, so sehe ich das zumindest, des Studenten tatsächlich aus den einzelnen losgelösten Teilbereichen der Ökologie den Zusammenhang zu erkennen, wie das alles zusammenhängt. Und dieser Moment, wenn einem das wirklich klar wird und man das Gefühl hat, diese, ja, jetzt ist gut mit Mails, schreibt mir nicht dauernd Kommentare, da kriege ich jetzt mal eine Mail. Jedenfalls diese, das ist wahnsinnig faszinierend. Wenn man diesen kleinen Blick in die Komplexität des großen Ganzen zum ersten Mal erhascht und einzelne Aspekte des großen Ganzen meint, so halbwegs verstanden zu haben. Und drum sicherlich zusammen mit Darwin ist Humboldt einer meiner Lieblingswissenschaftler, da er der Erste war, der eben darauf auch den größtmöglichen Wert gelegt hat, der Erste war, der ein zusammenhängendes Werk über Ökologie, auch wenn es diesen Begriff damals noch längst nicht verfasst hat und alle Bereiche der Natur als gleichermaßen wichtig beim Erkunden einer Landschaft erachtet hat. Und da ich auch sehr viel Landschaft erkunde, ich will mich nicht mal im Ansatz mit einem Humboldt vergleichen, ja, nicht mal im Ansatz. Aber vieles, was er getan hat, kann ich nachvollziehen, warum ihm das so wichtig gewesen ist, so viel Spaß gemacht hat. Und ich verstehe auch, dass man dabei bis ins hohe Alter bei guter geistiger Gesundheit bleiben kann, um in der Lage zu sein, als wirklich Spätwerk, als Fossil, wenn er das so sagt, dann darf ich das auch sagen, noch ein solches wahnsinns umfangreiches und komplexes Werk wie eben den Kosmos abzuliefern. Wenn auch da drin nicht alles perfekt ist, sind da so revolutionäre Ideen, wie sie bis dahin noch niemand gehört hatte und viele, die auch noch heute Gültigkeit haben, enthalten. Waldtapete im Hintergrund, das ist ein Tuch, ne? Das ist also ein Wandteppich quasi, den gibt's auf Amazon zu finden und ich will den gar nicht vollständig abfilmen, weil ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher, ob das so ganz legal ist, weil da wegen Urheberrechten und so weiter und so fort. Deswegen versuche ich auch, dass der immer nur so halb oder dreiviertel oder sowas im Bild ist. Das hat nochmal so ein bisschen rechtliche Gründe, dass man mich dann nicht, nur weil ich Teile eines Werks zeige, das geht ja noch, ja. Und schwierig wird es halt beim gesamten Werk, wenn ich das zeige hier, weil ich da ja nicht die Rechte dran habe. Drum bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit der Tapete da im Hintergrund. Im Grunde ist die natürlich toll und ich mag die auch gerne und die soll da ja auch als Videohintergrund fungieren, aber ein bisschen vorsichtig will ich da dann schon sein, in der Hoffnung, dass da nicht irgendwas Schlimmes bei rumkommt und ein bisschen Risiko eingehen, ist aber dann auch wieder in Ordnung. Das war der Schreibtisch, die diversen Dinge und das ist ein Computer nochmal und so sieht's aus, wenn man in die Richtung guckt und da geht's dann wieder runter und das wäre dann der Rundgang durchs Bensche Büro gewesen. Hier wieder der Hase. Und dann schaffe ich jetzt ein bisschen weiter. Ich könnte ja eigentlich noch mal kurz, Moment. Ja, das Teil hier noch mal umdrehen und selber noch mal im Bild sein. Jetzt ist natürlich Beleuchtung etwas mies, so ist besser. Und ich glaube, es war ausführlich genug. Wird sicher noch das eine oder andere hier noch dazukommen. Also wenn da noch mal irgendwelche zusätzlichen Kleinigkeiten im Bild rumstehen, nicht wundern. Und da hinten, hier jetzt direkt hinter mir, da kommt eben auch noch ein Bücherregal hin mit meinem Präsenzbestand wissenschaftlicher Literatur, wo ich häufiger mal was nachlese.
wenn es euch unbedingt interessiert, es gibt ja immer so ein paar Leute, die tatsächlich meinen, ich soll was zu meinem Bücherregal erzählen und so weiter, dann mache ich dazu vielleicht auch noch ein paar Takte, aber die kommen jedenfalls, dann ist noch demnächst, das ist nochmal ja, eine gewisse Menge X von wirklich wichtigen Büchern, wo ich häufig nachgucke und alle anderen Bücher bleiben wahrscheinlich im Keller, den es ja auch weiterhin gibt und werden da mein Archiv, sozusagen meine erweiterte Bibliothek darstellen. Jo, Bücher habe ich genug inzwischen. Ich bedanke mich und nächstes Mal dann wieder irgendwas, was mit dem Wald zu tun hat. Macht's gut, tschüss.